So. Da sind wir auch wieder zu Forbidden West. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es hier noch Interessanteres geben soll. Weil ich wüsste jetzt nicht. Komm, drauf geschissen. Ich habe da jetzt auch keine Lust, ewig in 3 Tage rumzueiern. Ich hatte eben mit der Aloy eine kleine Meinungsverschiedenheit, okay? Sie hat gemacht, was sie will. Hat aber nicht geklappt, weil ich der Spieler was anderes wollte. Und das sind so die... Ja, so kleine Beziehungsschwierigkeiten. Aber ich habe 5 Fähigkeitspunkte. Ich würde sagen, das meiste werden wir sowieso nicht brauchen, aber... Schwere Waffe, ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Niederschmetternder Schuss. Jägerbogen. Oh. Ich würde es einfach gerne fertig machen. Unabhängig davon, was wir brauchen. Was brauche ich denn noch? Hier steht 2. 1. Und das da. Brauche ich was? Okay. Wen haben wir dann hier? Stürmer? Aufspürer, Gräber. Also kleine Wiesel. Aber mir juckt so in den Fingern. Ich weiß gar nicht, wo ich Sprengpaste herkrieg. Ich meine, wenn ich meinen Furz mit meinem Dünnschiss mische und den dann in die Hose sprühe, dann habe ich auch Sprengsprühwurst. Aber damit kann ich ja keine Pfeile bestücken. Okay, der war eklig. Der Justine lebt noch. Interessant. Zu mir wurde gesagt, einfach nach oben. Könnte natürlich... Schwein! Och, komm schon. Yes! Nee, du bist krank. Oh, das tut mir aber leid. Nabelschweinknochen. War auch kalt genug für Schnee. Winterpfahlbeere. Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, das können wir sollten was anderes anziehen. Oh. Was haben wir denn? Plus 1 unauffällig. 14 Resistenz. Aha. Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier deutlich mehr Schutz haben. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Außer Ramanderin. Utaro Flüsterin. Ja, stimmt. Ich habe ja von den Utaro habe ich ja ein paar Sachen eingefärbt. Nora Streiterin. Die normale Aloy. Genau, so laufen wir rum. Im Winter bauchfrei, top. Jawohl, das ist jetzt eigentlich auch... Wo hast du das Tattoo her? Kann ich hier hoch? Hallo, da ist was Gelbes. Ich würde da gerne... okay. Ich weiß nicht, ob ich das so machen sollte. Aber warum nicht? Da ist eine... Es wird steiler, die Luft wird kälter. Ich nähere mich wohl Steinfall. Ich dachte Himmelfall. Das ist ein Bug. Okay. Geronimo! Die Ella muss so überall Eiszapfen hängen haben. Wie lange das wohl hält? Das muss auch Energie fressen. Hallo Stein. Alter Schwede.
Wäre sauer. Es explodiert, wenn ich es mit der richtigen Munition treffe. Aha, da ist also was Böses unterwegs. Ich würde sagen, hier ist noch jemand sauer. Tja, jetzt sind sie alarmiert. Ist doch nur die Olle da. Guck mal, der schießt mir jetzt Pfeil ins Gesicht. Und noch einen. Guck mal, sieht doch schon wesentlich auer aus. Und jetzt noch einen in die Titte. Geil. Und jetzt ins... Jawohl. Den letzten in die Mumu. Und das war's mit Kinder. Brauchst du keine Pille mehr. Guck mal, da freut sie sich. Hat sie noch den letzten Orgasmus ausgeschüttelt. Ja, Entschuldigung. Sollte nicht so gemein klingen. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt lang soll. Aber ich habe das Gefühl... Oh, schade. Die konnte ich nicht schützen. Sag mal. Gut. Gehe ich nochmal zurück. Ich habe ja noch ein paar Tiere gekillt. Die würde ich dann doch gerne noch ausweiden, wenn sie nicht erfroren sind. Aber vorher mal speichern. Wenn man zu mir sagen würde, spiel doch, was du willst. Ich würde mir so gerne The Last of Us installieren. Remastered Part 1 und Part 2 würde ich mir sogar auch noch gönnen. Ich habe zumindest Part 1 im Schrank stehen. Also von daher... Du siehst essbar aus, wenn man dich kocht. Wenn man dich kocht. Wo sind dies? Pinke Steine. Geil. Hey, Bro. Die Prüfungen im Jagdgebiet sind schwierig. Aber so etwas kennt man im Osten wohl nicht. Tja, wenn du wüsstest. So, wo ist denn dein Chef hier? Das muss Steinfall sein. Gut, hallo, sollte hier auf mich warten. Aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Das erinnert mich so ein bisschen an Nora. Oh, Händler. So, erstmal Vorrat auffrischen. Das ist gut. Was hast du denn? Stachelwerfer. Elementar-Krallscheiter-Zirkulator, der fehlt mir. Hammerstoß-Bolzenwerfer. Den kaufe ich mal. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Das ist einfach viel zu viel. So verkaufende Wertgegenstände, das ist schon mal gut. Da kann ich doch alles verkaufen, wie ich will. Es gab doch schon mal was. Streitfiguren, ja, da haben sie versucht irgendwie. Gute Pflege und Wartung. Du hast den Marsch der Zehen schon mal gemacht, oder? Nein, hab ich nicht. Warum sollte ich auch? Spaltender Scharfschuss. Bogen. Ich müsste gucken. Abgenommen wurde. Dieser praktische Langbogen nutzt mächtige Abrisspositionspfeile und Rüstung. Ich müsste mal gucken. Hier. 83, verbessert auf Stufe 2. Hat aber auch eine Spule. Was ist, wenn ich die Spule ablege?
69 zu 51. Zielgeschwindigkeit. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich den mal probiere abzugraden. Ja, Brüllrücken. Die finde ich nicht so häufig. Ist heute das dritte Mal, dass mir das passiert, dass ich mir Cola einschenke und die überläuft. Obwohl das Glas nur halb voll ist. Was schon wie Arsch. Also heute könnte man meinen, ich bin eine Wutz. Beutel-Upgrades, geil. Ne. Ich hätte gerne generell mehr Pfeile. Kriegerbögen, Munition, Stolperfallen, Trankbeutel, Häckslerbeutel. Kaninchenhaut. Ja, ne? Das müsste ich mir eigentlich mal notieren. Aber nicht in dem großen Buch, sondern in dem kleinen. Weil das große Buch eigentlich nur zur Planung dient. Gaming-Notizen gibt's hier. Hä? Ich finde es ja immer interessant, hier mal reinzugucken in mein Notizbuch, weil ich streiche ja die Infos streiche ich ja komplett sauber durch. Dementsprechend, auch wenn ich die jetzt als bestätigt abgestempelt habe, kann man die ja noch lesen. Und dementsprechend finde ich es immer ganz lustig herauszufinden, von was für ein Spiel das war. Könnte man eigentlich mal ein Spiel draus machen. Ich meine, das sind meistens alles Spiele, mit denen wir, die ihr kennt, mit denen ich gespielt habe. Und dann müsste ich eigentlich mal ein paar Sachen vorlesen. Ihr müsstet erraten, um was es geht. Es sind sogar noch Florentia-Notizen drauf. Gothic 2. Dragon Quest Heroes. Kurz Peel. Oh mein Gott. LOL Tactic. Gothic 2. Pokémon Kristalltagebuch. Horizon Zero Dawn. Und jetzt wieder ganz viel Genshin Impact. Kristall. Ranch Simulator. Esszimmerstuhl Kiefernholz. Langer Tisch mit Tischtuch. Goldener, dreiarmiger Leuchter. Woher kam das denn? Burger, Wild Meat. Tägliche Ranch Simulator. Aber Esszimmerstuhl, Kiefernholz? Keine Ahnung. Das wäre schon mal wieder... Das war wieder Resident Evil 8.
Resident Evil Village. Baum über dem Hund. Was? Ranch Sim. Haarreif. Ah, Genshin. Guarded Blade. Ja, nee, ich will es jetzt hier gar nicht anfangen. Sonst. Ich brauche auf jeden Fall Kaninchenhaut für den Scharfschussbogen. Nee. Quatsch. Was ist denn ein Heha? Ja, ist egal. Ich kann es mir ja trotzdem aufschreiben. Heha-Feder zweimal. Ja, ne? Präzisionsfeil. Geiergabelbein. What the fuck? Gut, es sind jetzt auch nur 10, ne? Fortgeschrittene Präzisionsfeil. Elite Abrissplatte. What the fuck? Jägerpfeil, Köcher, auch Kaninchenhaut. Ja. Alles klar. Da gibt's wieder eine Nebenquest. Ist das einfach die Streiterin aus dem Osten? Da muss ich dir etwas sagen. Ja, dann sag was, Mädchen. Aber er hat doch ja alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk getan hast, Ostländerin. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. Das ist gut. In einem verlassenen Dorf im Südwesten hat sich ein Langhals eingenistet. Aber in der Gegend soll es auch andere, weniger freundliche Maschinen geben. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht hingehen. Danke für die Information. Du weißt schon, dass ich ja genau jetzt hingehen werde. Aber wenn ich den Langhals überbrücken kann, kann ich viel über die Umgebung erfahren. Das stimmt. Diese Schrift. Ja, also wenn ich das vorlesen soll, sagt Bescheid. Wenn nicht, lasse ich das einfach. Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Die machen wir platt. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Dekote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht Ach. So schnell. Etwas mehr als das. Als ob das irgendwas nützt? Was soll das heißen? Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans felsenfest. Hinter ihm wähnt sich Dekote unverwundbar. Wenn er weiter Hekaros Befehlen trotzt, werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Was hab ich was dafür könnte, dass du deinen Wichsarm verloren hast? Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts. Es kommt noch schlimmer. Gerüchten. Wundert mich, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute noch zuschauen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Finde ich super. Finde ich gut, dass er mich nicht komplett alleine lässt. Und? Wie ist der Plan? Komm, machen wir erstmal weiter. Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Kann ich einfach runterspringen und alle beikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen?
Keins davon wird einfach. Ist es nie. Na, siehst du, er lächelt. Bringen wir es hinter uns. Wenn ich mich so angucke, würde ich lieber mich vorbeischleichen. Ich meine, ich kann es auch platt machen. Aber... Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Den Nagt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Na, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja, der Clan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Carter, die Langen. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Wenn der Häuptling jemanden überzeugen will, schafft er es. Rebellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie. Oder schleich dich vorbei. Ich will die am liebsten killen. Wow! Ist da jemand? Halt, Fremde! Alarm! Hey! Ich halte dich auf! Du hast mich unterschätzt. Wo ist noch einer? Da. Alter, der hat gesessen. Den Schmerz hast du gesehen. Junior, wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Lass mal gucken, ob ich hier noch irgendwas looten kann. Heilende Beere voll. Ah, ist okay. Optisch ist das alles ein, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Optisch ist es. sind alle Spiele wunderbar. Das Schöne hier dran ist, dass ich im Vergleich zu Ghost of Tsushima hat mir hier die PS5-Version noch gratis gekriegt, wenn man die PS4-Version gekauft hat. Wenn er das Bollwerk hat. Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit. Ich habe mir schon fast überlegt, das Spiel mal zu verlosen. Weil ich hatte das Spiel ja zweimal. Einmal habe ich es mir für die PS4 gekauft. Und beim... Aber habe ich den nicht getroffen. Wer ist das? Das stimmt, ja. Hey, siehst du irgendwas? Also, hey! Hey!
gefallenen Marfälle! Ich will zwar nichts sagen, aber mein Freund, du hast ein Problem. Viel besser. Also bei manchen Spielen gibt's das, ja. Da gibt es PS5-Upgrade noch kostenlos. Ich glaube bei den älteren. Wie, du lebst noch? Hallo? Wo waren das? Ich habe gar nicht so viele Spiele installiert. Sekunde. Klappt das? Also. Hier muss man das Spiel kaufen. Nochmal. Da gibt es keine PS5-Version. Hier. Habe ich mir die PS4-Version gekauft und habe die 5er-Version gratis bekommen. Und das war natürlich, ja. Und das war ja dann bei meiner PS5 dabei. Warte mal. Gib dich zum Langhals. Wo ist der denn? Ah, mach später. Ich folge jetzt. Erstmal dem hier. Hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen? Bis Tikoti bemerkt, dass er unterlegen ist. Könnte das Tal schon überrannt sein? Ginge es nicht auch um den restlichen Clan, würde ich den Tag begrüßen, wenn sein Stolz zerfällt. Okay. Na, vielleicht könnten wir ihn umstimmen. Eher versetzen wir Berge. Das kriegen wir schon hin. Da sind wir. Das Bollwerk. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. So. Machen wir das mal. Yo. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Der sieht aus wie ein Gockel. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Guckt der Justin eigentlich aktiv zu oder denkt er sich eher so, ja, nee. Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wir werden sehen. Warum hat sie das Ding so komisch angeguckt? Wir müssen ihm beweisen, dass er hier nicht unsterblich ist. Das Ding müssen wir rausziehen, dann fällt alles zusammen und dann kriegt er Schiss. Wetten? Irgendwie sowas wird's. Auf sowas wird's wahrscheinlich hinauslaufen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon.
Also generell. Sehen hier die Städte. Ziemlich gut aus. Also Klanglied hat mir auch durchaus gefallen. So wesentlich so vom Entspannten her. Warm, viel Wasser. Hawaiianisch, alles voll Bambus. Wie so eine Schwimmoase. Da würde ich gerne mal 2 Wochen Urlaub machen. Hier ist halt eher so kalte Höhle. Hey, hast du Outfits? Erntebrecherin? Pfeilbrecherin? Ja, nee. Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Klar. Vielleicht stelle ich einen neuen Rekord. Na, so eine nette Begrüßung. Das Ganze doch interessant. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarrten. Ich würde Ersteres vorziehen. Mieden, meiden oder anstarren? Das ist jetzt die Frage. Wir sind da. Meine Kraft ist da. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Es ging schnell. Ich hätte mit mehr Widerstand erwartet. Ja, gerechnet, Entschuldigung. Oh nein. Der ist wie ein Affe. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die 10. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Groda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier. Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Das Spiel ist ein bisschen leise. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Der Schneefall ist stark. Ja. Ich will nichts sagen, aber... Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Mach ich. Das ist so typisch Aloy, ne? Ja, wenn ich dich überzeugen muss, dann reich ich erst mit deiner Heimat ein. Hm.
Häckslerhandschuh. Eisfeuer-Sprengschleuder. Scharfschussbogen. Genauer Scharfschussbogen. Konzentrationsschaden. Cool. Den gucke ich mir mal an. Fremde. Komm, wir handeln. Den gucke ich mir mal genauer an. Alter. So. 83. Ich glaube, der ist besser. Ist jetzt eine gute Frage. Den würde ich gerne mal. Ich probier's mal. Ich hab's Gefühl, der ist gar nicht mal schlecht. War's das schon, Fremde? Wart's nur ab. Hey Leute, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Das ist ein tolles Ding. Das stimmt. Okay, scannen wir die Mauer. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Was? Bei welchem Wasserfall? Ach, hier. Wo kommt dieses Wasser her? Also in so einer Gegend würde ich jetzt nicht am Wasserfall spielen. Egal wie dick die Rüstung ist. Da fließt Wasser in die Mauer. Vielleicht in einen Hohlraum. Ich müsste die Steine rausstemmen können. Ja, wenn du mal aufhören würdest, hier den Walzer zu tanzen, könnten wir das auch mal machen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So, ich scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Tja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Du willst wohl nicht die Mauer einreißen, Mädchen. Sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Dieses Grinsen. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein.
Ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Tja, ne? Das Mädchen lässt sich nichts sagen. Das war ein gemeiner Vergleich. Ja. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? Klar. So ungefähr, ja. Ja, siehste. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Aber Mut fehlt dir nicht. Also, vorhin mit Tikuti. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Ich will zwar nichts sagen. Wenn wir deinen Plan überleben, erzähle ich es dir vielleicht. Ich nehme dich beim Wort. Ich glaube, die Mädels hier mögen die Aloy. Die ist ein bisschen, ja. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Forsch. Frost macht sie brüchig. Ein Mammut, ist klar. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Fertig! Abmarsch! Yo. Du wolltest eine Kanone. Das Ding hat welche. Aber es wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Lol. Ich folge dir. Da irgendwas, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Bereit machen, Leute! Schwach Ding Frost. Der Himmelsplan wird fallen. Vergessen. Fuck! Sollte er denn nicht die anderen übernehmen? Ja, natürlich. Ich hasse das, wenn die diese... Yo. Diesen Überspannungs-Dingsbums. Ich weiß nicht, was das ist, aber den treffen wir sich nur hin. Ja, natürlich. Ey, fick mir doch in die Hemden, ey. Ich mache erstmal die Rebellen hier fertig.
Ausdauer. Was zum Geier? Ja. Klar. Ich kill einfach alles. Willst du mich verkrüppeln hier? Pack mir doch ins Hemd, der Lappen. Moment, Digga. Ja, klar. Bitte mehr. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn der andere Typ hin? Oh. Oh, der hat gut gesessen. Also Damage machst du mit denen keinen, mit den Pfeilen, das ist doch traurig. Das sind Scharfschusspfeile. Ich habe so leichte Far Cry 6 Vibes. Sag mal. Oh, der hat gesessen. Yo. Ja. Klar. Wie macht man ein Spiel interessant, indem man einfach alle arschen. Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, du bist gerade ein bisschen umgefallen. Komm, ich hab dir voll in die Pinne geschossen. Ja, natürlich. Meine
alle erledigt. Und jetzt zur Kanone. Alter Schwede. Ja, Ella steht da auf die großen Dinger. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Yo. Respekt. Also Aloy? Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ach klar. Und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, sie anzugreifen. Glaubst du wirklich, dieses Ding kann uns helfen? Wir natürlich. Boah. So, YouTube, macht's gut. Ich muss mal einen Schnitt machen. Das war doch ein bisschen heftig.